Durchschnittsalter war ja, glaube ich, ich weiß es gar nicht, aber sicher nicht höher als 20. Jetzt ist dann der Maggie reinkommen, hat es ein bisschen hochgerissen, sagen wir es einmal so. Und es hat funktioniert. War die ganze Zeit im Kopf bei dir, dass er heute eingewechselt wird, oder war einfach nur wirklich Plan B auf der Bank? Naja, das war durchaus Plan B. Aufgrund dessen, wie ich schon gemeint habe, der Pauli Strasser ist ausgefallen aufgrund seiner Krankheit. Und dann, ich hätte mich gefreut, wenn wir einfach in der Halbzeit 2-0 oder 1-0 geführt hätten. Dann hätten wir den Mecki gar nicht vielleicht einsetzen müssen. Aber so ist er einfach zum Zug gekommen. Er hat das Spiel entschieden und das ist ja großartig. Du hast jetzt monatelang nicht gespielt, kommst rein und da ist der Siegtreffer. Wie fühlt sich das an? Ja, sehr gut. In erster Linie sind die drei Punkte einfach extrem wichtig für uns gewesen. Wir haben uns irrsinnig schwer getan. Ich bin auf der Bank hin und her gerissen gewesen. Irgendwann haben wir dann entschieden, dass ich noch reinkomme und dass ich dann das Tor mache. Ist natürlich wunderschön. Im Endeffekt waren die drei Punkte einfach wichtig. Wir haben viele Fehler gemacht jetzt im Herbst, denen sind wir uns bewusst und die versuchen wir aufzuarbeiten im Winter und im Frühjahr alles besser zu machen. Ja, es ist Wahnsinn. Er hat die Woche, glaube ich, am Dienstag mittrainiert. Da haben alle schon geschaut und jetzt kommt er rein und macht das Goldtor. Also unglaubliche Geschichte. Freue mich auch extrem für den Mecki. In 3 Monaten werden wir dich da weiterhin spielen sehen oder wie ist jetzt im Moment der Plan? Also ich habe ja das letzte halbe Jahr nicht so viel gemacht. Ich habe davor auch nicht so viel trainiert, bevor ich da jetzt das erste Spiel wieder gemacht habe. Es war auch jetzt nicht wirklich geplant, aber wir haben gesagt, dass ich jetzt Maßnahme setze ich mich mal auf die Bank, wir schauen, wie es geht. Heute ist das voll aufgegangen, aber im Frühjahr ist ganz sicher so, dass ich alle Spiele mit dabei sein werde als Spieler. Und ob ich spiele oder nicht, das werden wir dann entscheiden. Aber wenn ich der Mannschaft so helfen kann wie heute, dann werde ich öfter spielen, sicher. Das könnte höchstens passieren, dass er schön ist.